Moin, Freunde der Sonne. Konzbit hat mir mal wieder ein wunderschönes Paket zugeschickt und ich habe die letzten Wochen mal ein bisschen durchgetestet und gebe euch jetzt mal so einen kleinen Einblick, was dieses wunderschöne Gerät hier denn kann. Der HO-Hub von Konzbit. Lasst uns mal reingucken, was in der Box ist. Wie immer, nach Konzbit-Manier, wirklich sehr, sehr schön und ordentlich aufgezogen. Wir haben den Quick Guide drin. Der ist für mich persönlich sehr wichtig, denn nicht nur bla 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 und schreiben, schreiben, schreiben und dies und das und Ananas. Nee, das Schöne an der ganzen Sache ist, es gibt auch Bilder zum Zusammenbauen. Jetzt wird sich der eine oder andere natürlich sagen, brauche ich alles nicht, mache ich immer alleine, ist doch alles gar kein Problem. Ich persönlich finde das schön, wenn so ein Quick Guide mit drin liegt und da ein paar Bilder drin sind und anhand von Bildern du zusammenbauen kannst. Das ist ja quasi wie Mal nach Zahlen, könnte man sagen. Des Weiteren, meine Damen und Herren, haben wir hier noch ein paar Schrauben dabei, nach Konzbit-Manier, nicht wenig, und Werkzeug ist auch dabei. Aber hier ist nicht nur dieses Werkzeug dabei, hier gibt es auch noch so ein Fancy-Werkzeug dazu. Also auch wieder hier an der Stelle, wie bei den Pedalen, da gibt es ja auch ein extra Werkzeug, um den Druck einzustellen, hat Konzbit auch beim HO-Hub wieder was Schönes mit dazugelegt. Ich habe immer so das Gefühl, das sind so kleine Goodies. Nicht so Werbegeschenke, aber macht den Kunden happy Dinge. Weil brauchen tut man das ehrlich gesagt nicht wirklich. Und dann haben wir noch einen Haufen Sticker. Nicht nur eine Palette, nicht zwei Paletten, nicht drei Paletten, vier Paletten Sticker haben wir dabei. Und das Schöne ist, und das mag ich sehr, auch hier, wie bei den Pedalen, gibt es nochmal so ein, ja, so ein Artwork, sage ich mal, dazu. Das könnte man sich eigentlich auch irgendwann mal so an eine Wand machen. Also das sind ja hier diese Konstruktionszeichnungen, könnte man sagen. Oder Vorbereitungszeichnungen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Vielleicht kann mir das mal jemand sagen. Und dann ist auch eigentlich nichts weiter mehr drin im Cartoon. Hast du gedacht, ne? Denn hier kommt noch der Hub dazu. Denkt euch mal das Lenkrad weg. Das ist jetzt da dran montiert. Und ich wollte es nicht abbauen, damit ihr das gleich mal in vollen Umfang seht. Wir haben jetzt hier den Hub drin, das Stück hier drunter. Von hinten könnt ihr euch das Ganze auch noch mal ansehen. Dann haben wir unsere Pedalplatten, die liegen auch noch mit drin in der Verpackung. Und wir haben hier den Adapter. Das hier kommt nicht dazu, das gehört mir. Das Kabel ist da auch noch mit drin. Und das ist alles in der Box drin. Jetzt lasst uns doch mal über die Qualität sprechen. Also Konzbit kam ja irgendwie so gefühlt aus dem Nichts. Und dann gibt's oder gab es Pedale und jetzt auf einmal gibt es noch viel mehr. Die Pedale habe ich ja jetzt schon hier gehabt. Die sind ja preislich gesehen schon ganz schön der Bang. Und die haben mich von der Qualität her überzeugt. Und auch dieser Hub hat schon wieder so Dinge, wo ich sage, das ist ziemlich fancy. Wenn wir uns jetzt mal die Knöpfe angucken. Wir haben jetzt hier vier Rotary Encoder außen. Wir haben Innen Rotary Encoder, wir haben Funky Switches, die auch drehbar sind. Wir haben einen Haufen Knöpfe und wir haben auch noch Kippschalter. All diese Knöpfe werde ich euch jetzt mal audiovisuell vorzeigen und dann kannst du dir mal überlegen, ob sie dir gefallen oder nicht, vom Ton her. Und zwar der normale Knopf. Finde ich ja schon wieder total geil, ne? Nicht zu leise, nicht zu laut, hat einen super Druckpunkt. Okay, wir machen den Funky. Funky Switch klingt auch fantastisch. Rotary Encoder. Shifter. Kupplung. Und der geheime Knopf, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, aber ihn jetzt überall haben möchte. Und den möchte ich dir jetzt nämlich mal zeigen, den geheimen Knopf. Konzbit, irgendwie hast du mir so ein Floh ins Ohr gesetzt, weil hier an der Seite könnt ihr das sehen, hier ist so ein silberner Button. Nicht nur auf der Seite, auch auf dieser Seite. Und dieser funktioniert wie ein Taster. Das heißt, du kannst den zurückziehen und du kannst den nach vorne schieben. Und beide Bewegungen kannst du belegen. Und irgendwie holt mich das ja komplett ab. Als ich meine Tests gemacht habe, habe ich hier alle möglichen Sachen draufgelegt. Von ABS bis TC bis Blinker bis hin zu Flasher, eigentlich alles. Und das Geile an der ganzen Sache ist, dass es so intuitiv, dass du einfach mit dem Schaltfinger hier dran gehst, machst einen Flasher und bist sofort wieder am Shifter drin. Und das finde ich total geil.
Das hat mich richtig abgeholt, dass ich einfach aus Spielerei beim Fahren meine TC umgestellt habe, was ich normalerweise nie tue, weil ich gar keinen Bock habe, immer umzugreifen. Aber das irgendwie macht es dann doch möglich. Und ich wünschte mir, dass das ein Trend wird und dass mehr Leute machen. Du hast die Möglichkeit, hier drei Lenkräder drauf zu schrauben. Dazu löst du hier drei Schrauben. Dann ist hier oben drauf sind nochmal Muttern, die musst du auch nochmal lösen. Und dann kannst du das Ganze hier abheben und du hast hier drei Wheels zur Auswahl. Ich nenne das jetzt mal das U, das GT und das Runde. Und boy oh boy, Conspid, warum auch immer. Aber Conspid hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, das sehr ergonomisch zu machen und sehr schön für die Hände. Also es ist wirklich fantastisch, das anzufangen. Nicht nur anzufassen. Nicht nur, dass deine Hände wirklich super gut hier drin liegen und das unglaublich griffig ist und wie Samt an deinen Pfoten. Nee, die ganzen Einkerbungen hier drin, die wir an der Seite haben, wo dein Handballen zum Beispiel hier drauf liegt, die sind für mich mit meinen riesen Händen total angenehm. Und die Form der Wheels ist auch nicht rund-rund, also der Griff ist nicht rund-rund, sondern er ist vorne rund im Handballen, hinten ist er gerade, dass dein Finger wirklich vernünftig anliegen kann. Und die Ecke hier hinten ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger rund. Und das macht das Anfassen total geil. Also es lief wirklich unfassbar gut in der Hand. Wenn du dir jetzt hier die Nähte beispielsweise mal anschaust, ich mache mal ein bisschen mehr Kontrast für euch. Wenn du dir jetzt hier mal die Nähte anschaust, kannst du davon ausgehen, dass alle Nähte von allen drei Wheels Zucker sind. Und wenn wir uns das jetzt mal bei dem U anschauen, die Betonung U, hat Conspid hier sogar noch ein bisschen einen draufgelegt. Und das finde ich auch sehr geil. Denn hier an der Seite, ich hoffe, das kann man sehen, da ist nochmal so eine Beule drin. Ich habe am Anfang gedacht, das ist kaputt, aber ist es gar nicht. Weil wenn du jetzt nämlich deine Hand hier reinlegst, hast du dieses Stück hier oben und das geht da genau rein. Und dann liegt das einfach unglaublich fantastisch in deiner Pfote. Und du hast den Finger, mit dem du schaltest, der hat einfach noch so eine richtig bequeme Ablage hier drin. Und overall ist auch hier das ergonomisch total schön. Also für meine riesigen Hände ist das ergonomisch gesehen unglaublich gut. Hat mich direkt abgeholt. Aber alle drei angetatscht, dachte mir so, wow, okay. Aber kommen wir mal zu dem Runden. Bei dem Runden ist das genauso gehalten wie bei dem GT-Wheel. Verarbeitung top, super samtig, angenehm, sehr griffig im Griffbereich. Von der Verarbeitung hier drin, man sieht auch irgendwie keine komischen Nähte oder Stellen oder dass irgendwas abgeht oder Kleber oder sonstiges dergleichen. Wirklich tipptopp Verarbeitung bei dem Ganzen. Auch hier ist es wieder nicht ganz rund. Wie jetzt beispielsweise bei diesem hier. Dieses Wheel ist ja ganz rund im Vergleich. Ne, das ist mein Nesca-Wheel jetzt. Da könnt ihr sehen, dass das hier wirklich eine runde Form hat. Das ist hier bei dem auch wieder nicht gegeben. Das ist mondförmig, halbmondförmig könnte man. Wie beschreibt man diese Form? Vielleicht habt ihr eine Idee oder wisst den richtigen Terminus dafür, wie man diese Form nennt. Aber auch hier von der Griffigkeit wirklich. Es liegt fantastisch in der Hand. Es ist einfach ein Gedicht. Es ist sehr griffig, es ist sehr weich und auch hier für meine riesigen Hände, es war jetzt nicht so, dass mich das irgendwann genervt hat oder dass das komisch in der Hand lag. Es ist wirklich rundum schick und schön. Also qualitativ kann man dazu sagen, fantastisch. Gibt es wirklich nicht weiter was anzumerken, außer wirklich rundum schönes Paket an Wheels. Lasst uns das Ganze doch jetzt mal in Betrieb nehmen. Wir gehen mal rüber an den Computer und schauen uns das Ganze mal an der Software an. Wenn wir uns jetzt mal die Software angucken, dann ist es so wie bei den Pedalen damals. Hier hat sich jetzt optisch noch nicht sehr viel getan. Wir können einfach mal auf die Startseite gehen. Dort können wir wieder alles sehen, was wir brauchen. Unsere Plugins können wir hier sehen mit der Telemetrie oder unsere Devices, die jetzt angeschlossen sind. Ich habe jetzt gerade nur den How-Hub dran und da klicken wir jetzt mal drauf. Und dann haben wir hier den Tester. Also dann können wir sehen auf dem Bildschirm, welche Tasten wir hier gerade drücken und die Funktionalität durchgehen. Wie ihr seht, funktioniert hier alles. Ist alles tippitoppi. Dann können wir uns unsere Indicator einstellen, wenn wir das möchten. Die finden wir direkt oben über dem Display, wie ich euch schon zeigte. Da können wir dann alles einstellen bezüglich unserer RPM. Und wir können auch die Indicator einstellen. Dann können wir nochmal in die Pedals reingehen für die Kupplung. Die solltet ihr übrigens kalibrieren. Bei mir war es am Anfang so, dass nur die Hälfte funktionierte. Das ist super einfach. Ihr lasst die Pedalen los. Dann sagt ihr hier Min.
hier auch. Dann drückt ihr die durch, dann drückt ihr Max, könnt ihr wieder durch loslassen, drückt hier nochmal Max und dann seid ihr da fertig. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr auch hier Launch Control noch die Settings fertig machen, ab wann das hier reinkickt und ab wann das vernünftig laufen soll. Dann könnt ihr oben auf Save drücken und dann seid ihr quasi mit der Software durch. Also ist kein Hexenwerk. Man kann leider noch nicht hier Sachen individualisieren. Das Einzige, was jetzt in dem Fall wäre, dass man hier die Farben auf Default stellen kann oder weiß oder man macht es aus. Eine Kleinigkeit möchte ich euch jetzt aber noch zeigen. Wenn wir uns jetzt hier mal das Lenkrad angucken, haben wir hier unten rechts einen Drehencoder und auf dem Drehencoder können wir unser Dash hier oben ändern. Da gibt es dann drei Stück. Wir haben eins mit der RPM, kmh, unsere Gangzahl, Delta und Rundenzeit. Dann haben wir noch eins mit der RPM, die kmh und unsere Rundenzeit und dem Gang. Und das hier finde ich persönlich am schönsten. Hier haben wir unsere Reifendrücke drauf, die kmh, RPM, unser Fuel, welche Flagge gerade draußen ist, TC und ABS. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass es nur so ein kleines Display ist und da die wichtigsten Informationen drauf sind. Wir sehen uns jetzt im nächsten Segment wieder drüben für Positives und Negatives und das Fazit. Nachdem wir das jetzt hier alles mal durchgeguckt haben, lasst uns mal über Positives und Negatives dieses ganzen schönen Sets mal sprechen. Positiv ist definitiv die Verarbeitung. Da gibt es wirklich überhaupt gar nichts zu sagen. Das ist grundsolide. Ich habe da auch wirklich überhaupt an gar keiner Stelle an irgendwas auszusetzen. Verpackungstechnisch, Conspit, möchte ich auch hier mal wieder ein großes Lob aussprechen. Das macht wirklich Spaß, eure Produkte auszupacken. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass Produkte auspacken Spaß machen kann. Aber ich kann euch sagen, es gibt Produkte, die sind so katastrophal verpackt, dass du eigentlich schon gleich so, oh, ernsthaft. Und hier ist es so, es ist schön. Es macht Freude, es riecht gut. Kannst einen Zinken reinhalten, riecht nicht wie eine Chemiefabrik. Fantastisch. Des Weiteren möchte ich anmerken, dass die ganze Installation und das Zusammenbauen dieses Hubs bzw. auch Konstruktes super simpel war. Gibt es überhaupt gar nichts anzumerken. Tadellos, schlägst Buch auf, guckst dir ein Bild an, drei Schrauben rein, hier nochmal zwei Muttern drauf und bums, bist du fertig. Ich habe aber trotzdem zwei Sachen, die ich anmerken möchte, die mir persönlich wirklich nicht so zusagen. Ich finde es irgendwie nicht so schön und es würde mich freuen, wenn Conspit da in der Hinsicht noch ein bisschen was machen kann, dass man sein Wheel nicht wirklich individualisieren kann. Ich gehe ganz stark davon aus, weil in der Vergangenheit war dem so, dass das noch kommen wird. Das war bei den Pedalen auch so, da haben ein, zwei Kleinigkeiten gefehlt und sie wurden nachgereicht. Ich hoffe, das wird hier auch passieren, dass wir die Farben ändern können von den Buttons und dass wir auch unser Display individualisieren können. Das wäre schön, Conspit, falls wir da in der Zukunft in die Richtung noch ein bisschen was machen können. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich persönlich, das ist für mich ein ganz, ganz schweres Ding gewesen. Und das ist für mich auch eine der Sachen, wo ich sage, das geht eigentlich heutzutage fast gar nicht mehr. Und das ist das Kabel. Das kann man nämlich nicht abmachen. Und jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, aber was ist jetzt daran das Problem? Naja, wenn du das Kabel jetzt abmachen möchtest, in der Theorie, dann müsstest du hier oben die Schrauben lösen, das abnehmen und innen drinne den Pin rausziehen, um dann das Kabel zu haben. Und ich persönlich habe für alles Mögliche drüben ein Kabel liegen und wünschte mir, dass ich das hier abmachen kann. Auch hier, das ist vielleicht mein persönlicher Spleen, das könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Aber ich mag das nicht, wenn ich das Wheel anschließe und dann muss ich das Kabel erst dahin führen, wo ich es hinführen muss. Ich habe es eigentlich lieber gerne da, wo es ist, angesteckt und stecke es am Wheel an. Und wenn ich es nicht brauche, mache ich es ab und lege es daneben. Kann man jetzt halten wie ein Dachdecker? Ich war die ganze Zeit mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich jetzt der, wie gesagt, der Einzige bin, der so einen richtig bescheuerten Spleen hat und das unbedingt so haben möchte. Ich habe auch mit Conspit darüber schon gesprochen und in der Zukunft wird noch mal was passieren in die Richtung, dass man das umgehen kann. Aber aktuell ist die Lösung halt so. Ich würde mir wünschen, dass das noch mal geändert werden würde, weil das ist für mich auch ein Grund, warum ich das jetzt aktuell nicht benutze. Sonst würde ich es nämlich super, super gerne benutzen, weil es total geil ist und ich das richtig feiere. Aber das hier sollte in 2024 nicht mehr sein. Aber auch hier an der Stelle möchte ich das positiv hervorheben. Ich denke, wir können uns auf Conspit verlassen.
Ich hatte bei den Pedalen hatte ich auch schon eine Misere gehabt und stand mit denen in Kontakt. Das hat wirklich ein oder zwei Monate gedauert und weg war die ganze Luzi und das wurde behoben. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in der Zukunft hier an der Stelle noch ein bisschen was sehen beziehungsweise noch Verbesserungen sehen werden. So, jetzt wird der ein oder andere Fuchs sich wahrscheinlich gedacht haben, aber warte doch mal kurz, Dizzy, wir haben ja noch überhaupt gar nicht über das Wichtigste an der ganzen Maschinerie beziehungsweise von dem Teil gesprochen. Der Preis beläuft sich von diesem Hub und nur der Hub 470 Euro. Ist eine Menge Heu, kriegst aber auch eine Menge geboten. Jetzt ist die Frage, kriegst du alle drei Wheels dazu? Kriegst du nicht dazu? Du musst dir die Wheels einzeln noch dazu kaufen. Und die kosten jeweils 145 Euro. Alle Wheels haben denselben Preis, da gibt es keinen Unterschied. Jetzt hast du alles gesehen, was du sehen musst und alles erfahren, was du erfahren musst über den How-Hub von Konzbit. Vielen lieben Dank an der Stelle für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich darauf, dass du vielleicht meine Fragen, die so in meinem Kopf rumgeschwirrt haben, beantwortest. Und ich freue mich auch sehr auf eure Kommentare. An dieser Stelle würde ich mich sehr freuen, wenn du mir noch einen Daumen hoch da lassen könntest oder einen Daumen runter, je nachdem, wie dir das Video gefallen hat. Für uns ist Feedback immer wichtig. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Haust rein. Ciao. Kakao.